Okay, ja. Forschung. Büsiere mal ein bisschen herum. Ich werde gleich mal eine Generation Zero Koop-Runde starten. Ja, viel Spaß dann, Koma. Danke, dass du dabei gewesen bist und bis zum nächsten Mal. Gehabt die Schwule, altes Haus. Und wahrscheinlich sehen wir sich ja spätestens dann am Freitag, ne? Wenn ja, dann bis dahin. Hühner. Wir brauchen Hühner. Hühner sind auch gut. Kapazität pro Feld erhöht. Auch nicht verkehrt. Der Rest geht also nicht. Schnorlinge ginge, aber habe ich nicht. Wir mal eine Farm. Ach, guck mal. Mach mal hier eine Farm. Dann ist dieser blöde blaue Ausrufezeichen, Fragezeichen, Icon-Typ weg. Nervt mich eh. Bringt es mir auch was hier erst mit abzubauen? Nee, ne? Da kommst du noch nicht ran. Erst ist hier abgebaut wird komplett. Vorher ist es nicht. Ah, guck mal da. Ich glaube, ich habe noch einmal Platz für. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Oh, bis Freitag. Wollte ich gerade schreiben. Ja, siehst du. Läuft. Have fun. Eine Guru-Farm von 5x5. Ist das eine Guru-Farm? Ja. Kriegen wir hin. Also offenbar ist 5x5 die Idealgröße so für den Anfang. Hm. Aber faszinierend, wo das Spiel prinzipiell wirklich 1:1 das gleiche ist, wie eben gerade auch, merkst du halt wirklich direkt schon ein paar andere Feinheiten. Das ist auf jeden Fall fürs Spiel sprechend. Viel zu viel. Ja, doch nicht. Vergiss es. Genau richtig. Hab nichts gesagt. Farm. Ja, es ist echt Gold. Ja, es ist Gold. Jetzt wirst du, wo ich mich hingraben muss. Ich muss ja. Der Völlerei frönende Böse hatte ja eine Guru-Farm errichtet. Ja. Köstliche Gurus wurden hier ausgebrütet, die der Horde als Nahrung dienten. Das bösartigste Böse das konnte bin ich mit der Hand des Bösen nicht nur eingreifen, sondern seinen Schnodderlingen auch den nötigen Antrieb verschaffen, indem es ihnen schneller einen beherzten Klaps verpasste. Wie in Dungeon Keeper 1. Ob es jetzt auch in Teil 3 ging, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nicht angewandt, aber wenn man die kurz klappt, die Imps oder die Schnodderlinge, arbeiten sie kurzzeitig ein bisschen schneller. War in Dungeon Keeper recht dumm. Die haben halt Leben verloren. Und die waren auch nicht so schnell dadurch. Ob das hier ein längerer Buff ist, weiß ich nicht. Müsste man noch eruieren. Vor allem, hatte ich Grobbels nicht bereits sofort gehabt eben gerade? Jetzt kommt erst später. Na gut, okay. Der da. Mehr Schanodderlinge. Nee, hat eine Fähigkeit frei. Ach, okay, jetzt wird er erst durch den Schlag. Alles klar. Das ist eine Fähigkeit, die sie lernen müssen. Schau drauf. Der ist schneller für eine Sekunde. Das verabscheuungswürdige Böse hatte köstliche Bösartigkeit verdient. Ja. Damit konnte Hervorragendes gemacht werden. Wie etwa neue Dinge erforscht. Wow. Allerdings musste zunächst ein Platz für die Bösartigkeit gefunden werden, damit sie eingelagert werden konnte. Logisch. Schnell errichtete das absolute Böse ein Gewölbe der Bösartigkeit. Klingt voll nach meinem, ja. Das machen wir. Also offenbar gibt es hier anders Bösartigkeit als in Teil 3. Ich muss es hier unten irgendwie einlagern. Da will ich es nicht haben. Aber was soll's, ich mach's heute hier, Franz Fix. Ist ja auch dichter dran eigentlich. Er macht trotzdem weiter. Boah, ich bestimmt auch noch irgendwann. Ja, R4. Schnuck. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon. Achso, ich krieg alle meine Dinger. Okay. Alle angekommen. Neuer Bereich, wo? Das hier oder was? Ja, schön, das habe ich gebaut und das ist dazu gekommen. Ja, okay, toll. Toller Bereich. Hammer. Das ist weltverändernd. Was haben wir hier? Fallen und Türen? Ich weiß nicht, ob es das in Teil 3 schon gab. Zumindest den Reiter bin ich. War ja auch noch nicht. War ja, glaube ich, ja grau, deswegen war es nicht da, ne? Wie lange soll das mit dem Stein denn noch dauern, Jungs? Schnuckelchen und ich haben nicht vor, hier an Altersschwäche zu sterben. Das hoffe ich auch. Denn ich habe ganz andere Pläne, wie ihr hier sterben werdet. Okay. Kommt klar, ihr beiden, ne? Schön. So. Ich will gerne Dinge erforschen. Ich brauche ja Bösartigkeit. Was soll ich bauen? Das da. Das habe ich noch nicht. Bösartigkeit.
Also haben wir jetzt Bösartigkeit durch das Hauen meiner Kreaturen, oder wie? Ich hoffe, die werden sich fix regenerieren. Slap. 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 Hey, ich verstehe ja, dass es dir Spaß macht, deine Kreaturen zu urfeigen. Ja. Aber die sind eigentlich nicht der Feind. Vielleicht solltest du deine Prioritäten noch einmal checken. Bösartigkeit brauche ich. Kufus, Bösartigkeit. Idiot. Den Klaps sieht's immer noch. Der Waffe hat etwa 30 Sekunden das und sie arbeiten 100% schneller. Gewölbe der Bösartigkeit errichtet. Hab ich. Außerdem Dungeons Server werden, um Pfeile zu. Ach. Speichern und benutzen. Ja. Oi, kein Grund, hier faul herumzusitzen, wenn wir hier auch ein bisschen Gold einsammeln können. Oh. Los, Jungs. Schnappt euch die nächste Goldader. Nein. Die gierigen Zwerge würden über kurz oder lang den Dungeon angraben. Das heimtückische Böse machte sich mittels einer Werkstatt dafür bereit, Fallen aufzustellen, um die goldstehlenden Zwerge aufzuhalten. Ah, Werkstatt. Ah, wie ein Dungeon Keeper, eine Werkstatt bauen. Ja, toll. Vielleicht abbrechen, ganz kurz mal eben. Werkstatt brauche ich auch mal da rein, weil da gerade offenbar so ein Feld ist. Technologischer Fortschritt war nahezu immer eine feine Sache. Ja. Durch weitere Forschungen konnten diese rote Grenze hier Einheiten oder Räume verfügbar gemacht werden, sondern ach, das ist der Weg, den sie gehen wollen, ne? An Schnodderlingen oder Kreaturen erhöht werden. Das hart arbeiten lassende Böse hatte eine Tüftlerhöhle errichtet. Schnodderlinge konnten an den dortigen Arbeitsgeräten Werkzeugkisten herstellen, die für extravagantere Dungeon-Bauten erforderlich waren. Eins passt rein. Mega. Mega. Alles wichtig, alles erforderlich hier. Aber wie bekomme ich jetzt Bösartigkeit? Das steht hier irgendwo. Schneller bitte. Mal draufhauen. Was haben wir hier? Baumart, Arbeit, Arbeit. Hm, Kepper irgendwo her. Aus dem nicht. Ja, Kiste ist mir egal. Hä? Hä? Was? Ich hab doch Werkstatt. Nee, warte. Ah! Falle erforschen. Falle weiter erforschen? Geht nicht. Türen sind gut. Noch mehr Fallen sind, noch besser. Also. Machen wir da jetzt gleich Fallen hin, ja? Ui, ich habe da eine ganze Menge Fallen zur Auswahl. Nein, habe ich nicht. Ich brauche offenbar. Okay, ich brauche zwei Kisten. Oh. Ich hoffe, das mache ich jetzt nicht komplett falsch, was ich mache. Ist eine Werkstatt, weil ich. Jetzt habe ich nur eine Werkstatt gebaut oder was? Das bringt es wahrscheinlich eher weniger. Nicht richtig, denke ich. Was ist denn das da unten? Was ist denn das? Eine Kiste. Ich brauche einmal zwei Kisten. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Ressource ist. Da oben. Werkzeugkisten. Wie komme ich denn da ran? Wo kriege ich die her? Doch hier alles. Das kann es ja nicht sein, oder? Oh, fuck. Alle meine Kreaturen zu. Ach, warum geht das? Auf einmal geht das, ehrlich jetzt? Schnell, ran da mit euch. Hier, baut. Kacke. Das sind meine Viecher. Bin zu langsam. Führten sofort die Order 67 aus, wie es ihnen von Talia in so einem Fall. Wo sind da meine ganzen Viecher? Mitkommen. Sie liefen also mit wildflatternden Armen durch den Dungeon. So wie ich gerade. Öffneten sie das geheime Fallenlager für das trickreiche Böse. Nee. Um den Zwergen ein heißes Willkommen. Das hat leider nicht funktioniert. Das gerissene Böse hatte erste Fallen platziert. Nein, hat es ja nicht. Dies würde es den gierigen Zwergen deutlich schwerer machen, das Gold aus der Schatzkammer zu tragen. So schnell war ich aber nicht. Oder gar das Dungeon-Herz anzugreifen. Achso, noch schlimmer. Eine eurer Kreaturen ist verstorben.
Alter, ist gerade... Ihr könnt nur mit Mühe die Tränen zurückhalten. Ja. Während ihr die nächsten drei anhört. Aha. Später mag es euch möglich sein, Alter, die Kreaturen auch wieder zu beleben. Das ist schon eine tote Kreatur, wenn es einen dem Ziel näher bringt, mich zu befreien. Ja, ja, richtig, richtig. Befreit mich endlich, ihr faulen Baden. Alter, ey. Die Baden und Brezen sind gratis fallen. Ach, guck mal, teuer, dass du mir das sagst. Das soll ich jetzt lese vor allem auch. Oh, nee. Eine Verdrescherfalle kümmerte sich nicht nur um einen Helden, toll, sondern versorgte alle umstehenden Helden gleich mit köstlichen Feigen. Nett. Ohrfeigen, versteht sich. Achso. Alter, das ist da auf mich reingestürzt, gerade das Ganze hier. Fand ich jetzt nicht so optimal. Böses Spiel. Hahaha. Merkst du? Das war jetzt noch ein bisschen stressiger, als es sein sollte, aus meiner Sicht. Hier, gönn uns mal. Oh, mir fehlt Geld. Kein Wunder, hast du auch alles abgebaut hier langsam. Boy, mehr davon. Habt ihr Zuckerpüppchen eure Milchfläschchen vergessen? Geht's dir noch? Oder wie habt ihr es geschafft, gegen ein paar Orks zu verlieren? Hey. Aber gut, wir haben hier ja noch Verstärkung. Verstärkung, vorwärts! Wollt noch mehr? Ich war die Gefahr durch die Zwerge noch nicht gebannt. Glücklicherweise hatten die Schnodderlinge in ihrer Freizeit ein paar Fallen hergestellt, die sie nur zu gern dem alles an sich reißenden Bösen, das bin ich, zur Verfügung stellten. Hopp mal her, ihr Schnodderlinge, ihr. Die ganzen Tools, Tooltips, die aufploppen, sind voll. Ah, nicht auf einmal, was soll das? Kannst aber nicht drehen oder sowas, damit QR nicht. Ach so, ich brauch's. An der Seite. Die Sägefalle konnte erstklassig Baumstämme zersägen. Da diese aber erst in Dungeons 5 eine Ressource werden würden, musste sie sich mit Zwergen begnügen. Der Verdrescher war eine sehr starke Falle, die nur darauf wartete, mehrere Helden zugleich ins Nirvana zu klatschen. Hm, geht so ganz gut, denke ich. Das läuft mit den Sägen. Die sägen sich gut durch. Das ist in Ordnung. Ah, habt ihr hier Juwelen? Nee, auch nur eine Goldader leider. Ich muss wirklich ganz normal, wurde im Dungeon aufgedeckt, wie halt bekannt von Dungeon, bei im Dungeon kämpfen und Dungeon erobern. Das finde ich auch ganz cool. Das war auch ganz okay jetzt von der Idee, wie es gerade in Teil 3 war. Ich bin sicher, es kommt hier auch nochmal in Teil 4, dass man auf die Oberfläche kommt. Aber ist jetzt ein bisschen traditioneller der Einstieg hier, wenn ich mit dem dritten Teil. Finde ich also in dem Sinne überhaupt nicht verkehrt. Das sieht mir aus wie ein paar Diamanten, Juwelen, was auch immer das hier sind für Ressourcen in diesem Teil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das gönnen wir uns natürlich gleich mal. Hab ich gerade die Wand eingerissen? Kommt das? Hä? Ein neuer Bereich im Dungeon. Habe ich doch gar nicht den Auftrag gegeben, was die jetzt einreißen sollen. Ja, toll. Egal. Dann arbeiten wir jetzt damit. Nichtsdestotrotz, und jetzt habe ich auf einmal 18 davon. Wieso? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es sind jetzt da, die 18. Okay. Kann ich auch nicht hier hinstellen. Was machen wir denn damit? Voll. Eine. An zwei Seiten von der Wand umschlossen sein. Ach so. Hier ist ein Ding auch, also. Kannst du dir wohin stellen, obwohl es dann zwei Seiten umschlossen ist, wollte mich verarschen. Das geht nicht. Also das geht auf einmal. Und von zwei, von drei Seiten. Von drei Seiten. Ah. Okay. Schwierig machbar. Kann ich aufschütten? Hm, ja, geht. Einmal aufschütten dann. Geht nicht? Doch. Zahltag. Da baue ich es da gleich rein. Kreaturen holen sich ihren Sold. Diamantader, Endlosquelle für Gold, sehr gut. Nächste hauptsächliche große Schatzkammer wird hierhin gebaut. Das wollte ich haben. Wie in Dungeon Keeper, so läuft das. Und ich hätte mehr Schnodderlinge übrigens. Das arbeitskräftehortende Böse hatte sein Maximum an Schnodderlingen erhöht und konnte nun auf noch mehr dieser arbeitswilligen Wesen zugreifen. Gibt's auch ein 3. Okay, also weit war ich noch nicht gewesen in dem ersten Level. Aber das habe ich mir gedacht. Und wo bekommen wir jetzt Schnodderlinge? Nächste Stufe 2.
gönn ihm. Zack. Neue Kreaturen, mir ein Level dazu. Bis gleich. Machst du machen das Ganze? Der Rest muss noch ein wenig warten. Okay. Mehr Bösartigkeit lagern kann, auch sehr wichtig. Aber wo kann ich mir jetzt neue Schnodderlinge holen? Wo kommen die automatisch jetzt hier in Teil 4? Weil eben gerade musste ich ja selbst sagen, ich habe jetzt einen ganz gerne neuen. Ich baue mir jetzt einen neuen. Scheint hier anders zu sein. Na gut. Mehr Platz für meine Viechers. Jetzt bin ich kein schöner Dungeon geworden, aber ist egal. Das ist ja mein erster bloß. Ja. Kommt da irgendwer irgendwo? Ja, okay. Hatte ich nicht gesehen. Ein Hamsterrad des Todes stand bereit. Der Schnodderling darin hielt nach ankommenden Helden Ausschau. Achtung, der Ritter kommt. Da rollt das Teil. Gott. Bringt mir jetzt nichts mehr, aber für die Zukunft dann. Tot. Auch schön, dass sie offenbar die Türen, die kaputt gemacht worden, wieder reparieren gehen. Das war in Dungeon Keeper 1 halt nicht so gewesen. Tür kaputt. Nix reparaturfähig dann. Ah ja, ich hab mal 19 von 19. Ich nehme an, die sind automatisch mehr geworden, wie erwähnt, beim Steigern von dem hier, ne? Naja. Oh. Es gab hier 7, 11 dazu, da haben sie mit 8 gestartet. Es ist tatsächlich faszinierend, wie du dich ein bisschen umgucken musst in Teil 4 jetzt, wo du Teil 3 nur ganz kurz gespielt hast. Also trotzdem schon eine Ahnung hattest, wo was stand und wo was ist. Hier ist alles ein bisschen anders sortiert. Da musst du erstmal drauf klarkommen. Ganz erstaunlich ist das. Oh, alles besser machen. Ich habe genug Bösartigkeit, es läuft also. Was ich nicht habe, sind diese hier, weil ich aber auch keine haben kann davon, was nicht gut ist. Daher... Hä? Hier kann ich nicht bauen? Wieso nicht? Hä? Hier kann ich da nicht bauen? Na toll. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Das passiert schon mal. Ach, halt so. Weiterbauen. Gibt es Kapazitätsgrenzen oder? Ich kann ja auch nichts abbauen hier. Das ist ja komisch. Weil es eine. Ich glaube, was das Falsche ist, ne? Ja, ich. Habe ich verklickt. Ja, das war das Problem. Okay. So. Das wird schöner werden. Viel angenehmer und schöner. Voilà. Wollte ich nicht nehmen, Entschuldigung. Ganz wieder zurück, mein Freund. Ja. Besser. Ich weiß aber trotzdem nicht, wodurch ich da Bösartigkeit verdiene. Ich meine, ich krieg sie ja dazu irgendwie. Aber woher? Warum? Ich weiß das nicht. Mehr Schatzkammergröße. Baut schneller. Oh, ich level sogar durch das. Ah, sehr schön. In Dungeon Keeper 1 hast du ja einen Trainingsraum gebaut, wo du auch Imps reingetan hast und alles andere auch. Und da konnten die leveln und auch nur da. Hier scheinen die Schnodderlinge tatsächlich endlos zu leveln. Durch, Quatsch, endlos. Alleine zu leveln durch einfach nur Abbauarbeiten. Das finde ich auch ganz cool. Weil es ist sinnvoll, wenn das so passiert, durch Arbeit, die sie halt machen. Ich meine, es war in Dungeon Keeper in dem Sinne... Absicht natürlich, weil die halt richtig gut wurden mit hohem Level. Level 2 oder 3 lernten irgendwie so ein Speed-Skill, die schneller arbeiten und so weiter. Das war gut, aber hast du normalerweise nicht erreicht. Du musst wirklich dann die Dinger trainieren und das dauert eine Weile, damit sie auch schnell effizient wurden. Und Level 10 konnten sich auch teleportieren. Ich glaube immer zum Dungeon jetzt zurück. War auch sehr geil. Also wenn du selbst das Ding spieltest, konntest du dich bloß, glaube ich, zum Dungeon jetzt zurück teleportieren, den Zauber auslösen, manuell. Wenn die aber von der KI gesteuert wurden, haben sie das in alle Richtungen überall machen können. Das war halt auch sehr cool. Und da war es ganz nett, dass man das entsprechend erst
durch Umstände mehr oder weniger erlernen konnte. Aber ich finde es auch nicht weg, wenn es jetzt wie hier gemacht ist. Das ist völlig in Ordnung. Ich hab da mehr. Ach, ich habe Bevölkerungsmaximum. Ja, dann... Oh, ich hier. Geht nicht. Au. Oh. Ich habe schon so viel gebaut. Das ist ja doof. Das ist ja blöd. Thronsaal. Mehr Lebensenergie. Es regeneriert sich. Gut zu wissen. Das Dungeon-Herz, den Dungeon-Keeper war, einmal angeschlagen, für immer angeschlagen. Okay. Nichtsdestotrotz, also ich würde die Karte ganz gerne drehen können. Ich finde, das gehört zu einem modernen Dungeon-Keeper dazu. Wenn es geht, weiß ich nicht wie. Ich glaube, es geht einfach nicht. Ding Dong, es ist Zahltag. Und ich würde gerne wissen, wie ich, was wollte ich sagen, Bösartigkeit gezielt farme. Ich meine, es kommt was dazu, wie gesagt, ganz wenig irgendwie, aber es dauert tatsächlich ein Weilchen. Hauen, 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 hauen. Schneller arbeiten. Viel schneller Arbeit. Viel größere Schatzkammer. Boah, vom Gefühl her schaffen wir es nicht, das Ding aufzuarbeiten, bevor, naja, keine Ahnung, Zahltag ist. Müsste beim Hovern über die Ressource zu finden sein, wo du die bekommen hast. Ja. Ein paar Millionen. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber ja, ich habe hier mehr. Jetzt 265, immer 42 gewesen. Also steigt, wie gesagt. Als wenn es einfach so mit der Zeit zukommt. War ich echt bloß maximal 11 Kreaturen in Dungeon Nummer 1? Nicht so dolle. Weil ich das alles voll die gebaut habe. Ich habe die nochmal ausprobiert, vielleicht. Aber ist nicht schlimm. Wo sind meine Kreaturen jetzt alle? Einfach mal alle auswählen. So. Läuft. Mitkommen. Kann sie jetzt noch nicht auswählen. Okay, cool. Das ist auch wie in Dungeon Keeper 1 oder generell Dungeon Keeper, dass ich sie nicht anwählen kann, dass sie selbst agieren. Also es ist nicht wie die Oberfläche hier in Teil 3 jetzt tatsächlich, das ist alles autark. Ist in Ordnung, muss ich bloß drauf klarkommen. Ich kann auch leider keine anderen Typen besiegen. Das heißt, ich muss mich bis zu den Leuten vorbauen und da dann die Kreaturen hinsetzen, damit sie automatisch angreifen. Sonst seht ihr ja, die Hälfte geht zurück. Ja, ja. Passiert schon mal. Oh, sie ist ziemlich stark, sich gerade. Eieiei, macht nicht viel Schaden. Okay. So, also ich habe jetzt da. Ich habe jetzt trotzdem noch 9 von 11. Ah, da sind sie ja auf einmal alle. Mann, Mann, Mann. Könnt ihr mir vorstellen, dass Heldenskills eine Rolle spielen? Das heißt in Teil 3. Mach sein. Dann ist es allgemein autark, willst du wahrscheinlich schreiben, ne? Auch nur ein 3 Overworld ist RTS. Ach so, also gibt es kein Overworld hier in Teil 4. Kann ich auch mitleben. Das heißt aber, es heißt, lohnt sich für mich beides zu spielen, weil es sich dann wirklich ganz anders anfühlt, dementsprechend. Das passt für mich. Guck mal hier, die machen das auch gerade zum Dungeon von mir. Guck mal hier, die hauen deren Zeug kaputt und bauen es für mich um. Auch so im Prinzip wie in Dungeon Keeper. Also Teil 4 scheint man sehr viel mehr Dungeon Keeper Original DNS zu klauen. Was Gutes irgendwo, aber schade, weil das schon ein bisschen weniger eigen ist dann. Aber soll mein Schaden erstmal nicht sein. Na, geht nicht. Warum nicht? Ist das doch nicht meins hier? Die Karte und links. Achso! Es gibt doch, alles klar, doch. Okay, okay. Gibt's. So meint es ja nichts. Oh, okay, okay. Dann habe ich es missverstanden gerade. So Mist verstanden. Ich hab zu wenig Geld, was ist da los? 980? Sieht mal zu hier.
Da habe ich schon so eine riesige Schatzkammer und alles und das wird nicht voll. Ich meine, auch in Dungeon Keeper, die Juwelenadern, Diamantadern meine ich, die bauen sich langsamer ab als Gold, aber sind halt endlos. Aber das hier... Gefühlt müssten die aber schneller und mehr arbeiten hier dran. Also mal schlagen. Holt mir Gold. Außerdem, dann schieber war ja irgendwie die Option, dass du an jeder Seite und sowas drei Imps hattest. Hier scheint aber nur einer pro Seite dran zu arbeiten. Also so gesehen habe ich auch mit meinen 19 Leuten nicht annähernd so viel, die das hier machen würden. Auch ein Grund, wieso es dann länger dauert, dass wir das Gold als abzugrasen hier, ne? Ist auch logisch. Oh, der gestorben. Weiß sieht gar nicht so wenig aus irgendwie. Aber ich habe den Wohnraum viel zu groß gemacht, denn offenbar kann ich sie gar nicht beherbergen. Ganz, ganz tolle Wurst. Hier macht sich ja eine ganz andere Lebenswert. Die hat irgendwie 1000 Leben gehabt in Teil 3, jetzt sind es bloß 300 Leben. Fast 400, aber naja. Zahltag. Fernkämpfer. Kreaturen holen sich ihren Sold. So. Einmal, damit wir alles einmal haben, irgendwie. Passt, ne? Ah, Reichweite des Heilstrahls. Machen wir mal. Klingt gut für mich. Klingt gut. Samira, dunkle Grüße, Hallöchen. Oh, die Helden sind da. F2. Alle mit euch. Gönnt euch. Gönnt euch. Ja, schnappt sie euch. Level up, so will ich das haben. Genau so will ich es haben. Läuft. Aber kann ich denn das Ganze jetzt erobern oder mein Imps für mich irgendwie? Weil bauen kann ich hier nichts. Abbauen kann ich nichts. Oder doch, bauen kann ich, wie das aussieht, schon. Ach, fallen kann ich keine hinstellen. Doch, auch das geht jetzt. Ja, dann. Ein Verdrescher wurde aufgestellt und wartete auf Helden, die sich in die Nähe des Karussells wagten. Genau. Ein Hamsterrad des Todes blockierte zwar einen Schnodderling, dafür warf es den Helden in seinem Weg um und teilte ungeheuer hohen Schaden aus. Ja. Samira, 19 Jahre, was? Wir trinken was für Samira, aber was? Ich weiß nicht, ob es schlau ist, jetzt das hinzustellen, weil ihr seht ja, das sieht wahrscheinlich von hier aus Gegner ran. Aus der Siegerfalle raus, aber hey, was soll's. Kann ich das hier auch aufschütten? Nee, ne? Nur das da, okay. Kann ich... nee. Auch alles nicht so richtig. Aber ich könnte theoretisch das hier aufschütten, oder? Moment. So und so. Samira, danke fürs Cheeren. Wie nö. Was? Samira, 19 Jahre, nö. Samira lacht komisch. Samira ist merkwürdig. Los, ihr beiden Schnodderlinge. Baut zu. Baut schneller. Ah, jetzt geht's. Eine weitere Sägefalle. Da kommen sie. Auf halber Höhe aufgehängt, um noch effektiver gegen Zwerge zu sein. Genau. Was? Samira, danke für noch mehr Cheerbits. Ach so, das Ding rollt durch. Ach so. Das Hamsterrad rollt durch. Ich dachte, die werden reingezogen und müssen da drin laufen und ging dadurch. Ach so, der. Ah, alles klar. Und da frage ich mich aber auch, wenn das Ding laufen muss, habe ich dann quasi einen meiner Arbeiter abgestellt für die Falle? Dauerhaft? Aber ach so, ah, okay. Das ist wieder cool. Dann ist es auch okay, wenn es hier mit der Falle dazu kombiniert wird. Das funktioniert. Und Bösartigkeit werden von Gegnern gedroppt. Das ist auch völlig in Ordnung. Denn ich wollte alle haben. Warte. F2, ja, alle jetzt hier. Hä? Aua. Was ist denn mit euch? Gönnt euch mal. Ja. Jedes Hamsterrad ein Schnodderling. Okay. Gut, wenn ich habe ja 19. Nicht so schlimm jetzt. Aber darf ich noch eins haben? Hamsterrad des Todes wurde platziert. Helden, die auf den Auslöser traten, würden definitiv nicht glücklich werden.
definitiv nicht glücklich werden. Nein, nein. Schön, 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 schön. Oh yeah. Geilomatico. Macht ihr gut, liebe Imps. Schnodderlinge natürlich. Das ist euer Dungeon-Herz hier. Wahrscheinlich, ne? Aber, ach, oh weh, ach, oh je. Ich sehe gerade die Zeit, Leute. Die Zeit. Die Zeit. Ich warte noch, bis sie zerquetscht werden hier. Überrollt werden, meinte ich. Und? Roll. Wir reiten auf. Ziegen. Mist. Das da widerspricht sich irgendwie. Du musst weg, Falle. Du hast meine andere Falle blockiert. Das geht so nicht. Los, meine Kreaturen. Auf jeden Fall. Das war das angezockt Special von Dungeons 2, 3, von Dungeons 3 und von Dungeons 4. Und wir machen ein kurzes Päuschen wieder und gehen rüber zu 4-3. Und ja, mal schauen. Vielleicht werde ich Dungeons, aber ich glaube, wir werden doch beide Dungeons vielleicht sogar spielen. Vielleicht werde ich Dungeons 3 und 4 doch als Let's Play-Reihe noch bringen. Muss ich mal gucken. Macht viel her auf jeden Fall, ist ganz cool. Und wer weiß, vielleicht findet sich auch jemand für ein Koop-Spiel mit diesen beiden Spielen. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Zahltag. Müssen wir aber ein bisschen gucken. Rüber zu 4-3, 43, nein, nicht ganz. Schön, dass ihr dabei wart auf jeden Fall. Danke, Reels, nochmal an der Stelle für das Spenden der beiden offenbar ziemlich geilen Spiele. Und wahrscheinlich werde ich nächsten Dienstag trotzdem was anderes spielen. Ich muss echt nochmal überlegen. Und ja, bis gleich bei 4. Macht's gut, sozusagen.